Ja, die deutsche Fußballnationalmannschaft hat gegen die Slowakei mit 1:3 verloren. Nee, nicht verwirren lassen. So haben wir es in den Tagesthemen exakt heute vor 4 Wochen tatsächlich gemeldet. Aber damals war es ein Testspiel für die da noch anstehende Europameisterschaft in Frankreich. Die hat ja inzwischen längst begonnen. Und heute spielte Deutschland bei der EM wieder gegen die Slowakei, und zwar im Achtelfinale. Und diesmal war es eine richtig klare Sache für das Team von Bundestrainer Jogi Löw. Bernd Schmelzer. 3:0 gewonnen. Wir haben sehr souverän gespielt, wir haben sehr begeisternd gespielt. Eine unglaubliche Flexibilität und Variabilität im Spiel. 3:0 im Achtelfinale, super souverän. Es ist eine von Anfang an einseitige Angelegenheit, dieses Duell mit der Slowakei, in dem ausgerechnet Boateng den Führungstreffer erzielt. Sein erstes Länderspieltor, das schnellste der deutschen EM-Geschichte, ohne Rücksicht auf die rechte Wade. Die Wade hat gehalten, das war wichtig, danke. Alles richtig gemacht, hat der Bundestrainer, der Draxler und nicht Götze von Anfang an spielen lässt. Draxler bereitet das 2:0 durch Gomez kurz vor der Pause mundgerecht vor, um nach gut einer Stunde selbst erfolgreich abzuschließen. 3:0. Julian Draxler, Deutschlands Bester. Tolle Technik, sympathischer, bescheidener Typ. Ich war sowieso top motiviert und habe auf meine Chance gewartet. Die habe ich heute wieder bekommen. Und darüber bin ich sehr glücklich, über das Vertrauen und auch, dass ich zurückzahlen konnte. 3:0, Begeisterung allenthalben, Euphorie pur. Läuft fast. Ich glaube, dass wir auf jeden Fall noch stärker werden müssen, wenn wir ein entscheidendes Wort mitreden wollen bei diesem Turnier. Egal wie, der Weltmeister ist nun auch wieder der Topfavorit auf den EM-Titel. Ja, das ist eine tolle Sache. Die haben super gespielt. Und am Nachmittag hat sich auch Gastgeber Frankreich für das Viertelfinale qualifiziert. Und auch Belgien steht in der Runde der letzten 8. Und was uns jetzt noch fehlt, das sind natürlich die Wetteraussichten zum Wochenstart. Claudia, gib sie uns. Ja, Thomas, es wird besser, denn die Unwettergefahr ist gebannt. Aber so richtig schön und sommerlich wird es auch nicht. Denn wir haben es morgen mit einem Tief zu tun. Das kommt aus Westen, liegt im Moment schon nordwestlich von uns. Morgen dann über den Benelux-Staaten und Frankreich. Das zieht herein, bringt neue Wolken und auch etwas Regen. Das heißt, morgen Vormittag schon dichtere Wolkenfelder noch im Südosten Bayerns. Hier kann es auch noch etwas kräftiger regnen. Aus Nordwesten dann die ersten Wolken der Front. Über der Mitte eigentlich häufiger mal Sonnenschein. Im Laufe des Nachmittags aber werden sich die Wolken aus Nordwesten weiter ausbreiten. Die haben auch Regen dabei. Dann schließen sich die Wolkenlücken über der Mitte Deutschlands im Südosten Bayerns. Rüber bis zum Erzgebirge kann es auch ab und zu Schauer geben. Die Temperaturen steigen im Osten noch mal auf bis zu 25 Grad. Sonst meist so 17 bis 22 Grad. Und die nächsten Tage leicht wechselhaft. Am Dienstag vor allen Dingen über der Mitte gelegentlich nass. Im Süden scheint die Sonne häufiger. Mittwoch dann kräftige Schauer und zum Teil auch Gewitter im Süden. Sonst gelegentlich mal Schauer und Temperaturen von 22 bis 27 Grad. Herzlichen Dank, liebe Claudia. Meine Damen und Herren, das war's von uns.